Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute bin ich nicht alleine, denn ich habe einen Gast. Stell dich bitte vor, danke. Hi, was geht? I'm scared. Diese Mensch neben mir hat noch nie Sims gespielt. Yeah. Deswegen läuft hier ein Zeitraffer, wo diese Person ein Sim erstellt. Commentary 100. Ja, ich bin gut, ich weiß. Ja. Das ist scheiße, sorry. Ja, ich bin dezent verzweifelt gewesen. Okay? Können wir darüber reden? Ich möchte euch nochmal kurz sagen, wir haben den Gameplay-Teil noch nicht aufgenommen. Das wird ja jetzt danach passieren, weil, ja. Ich habe Angst, okay? Ich habe ganz doll Angst. Ich werde weinen. Und ich werde noch mehr weinen, wahrscheinlich. Man sollte dazu sagen, dass das Videomaterial jetzt irgendwie 55 Minuten waren. So lange habe ich gebraucht, um was auch immer das da sein soll, zu erstellen. Ja, bitte denkt dran, Geschmacksverirrung, das passiert. Das ist in dem Fall sehr stark vorhanden. Was heißt hier Geschmacksverirrung? Du hast gesagt, dass Dinge zusammenpassen, die nicht zusammenpassen. Das ist nicht okay. Hä? Für mich passt das zusammen. Darum geht's. Es geht um mich, nicht um dich. Glaube ich. Ja, Leute, das ist Geschmacksverirrung. Bitte denkt dran, dass das nicht... Das seid nicht zu hart, okay? Ich bin sehr froh, dass ich das Make-up gerade nicht genommen habe. So im Nachhinein mit den ganzen Outfits, das wäre nicht gut gewesen. Ja, du hast das Make-up ja auch nur für den Alltagsdings gewählt. Nein, ich meinte die Smoky Eyes. Achso, aber allgemein trotzdem. Ja, allgemein ist das Make-up ja ganz okay, aber diese Smoky Eyes... Ja, allgemein hast du es trotzdem für Alltagskleidung gewählt. Ach, stimmt. Ich hätte vielleicht für die Abendkleidung... Dinge passieren! Es ist jetzt egal, wir nehmen jetzt gleich dieses Gameplay auf. Und wie gesagt, ich habe Angst. Ihr solltet auch Angst haben. Ich bin dafür, dass wir es nochmal machen. Oh nein, Mama. Ich bin noch jetzt schon überfordert mit meinem Leben. Ach, warum denn? Du hast doch gut gemacht. Die Tattoos sind schön, da kannst du nichts sagen. Ja, die Tattoos hast du aber auch nicht erstellt. Fair enough. Die Hautfarbe hätte ich behalten sollen. Können wir darüber reden, wie lange... Also ich habe das Video schon sehr, 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 sehr viel verschnellert. Und trotzdem, wie lange war dieser Sim rot? Ja, ich habe ja mit dir geredet und gefragt, ob ich ihn so lassen soll, weil ich ja der Meinung war, dass ich ihn dann rette. Weil er dann besser wird, weil er dann mehr wie ein Meme aussieht. Nein, es wäre nur noch schlimmer geworden. Sind Memes jetzt schlimm oder was? Nein, aber das ist kein Meme. Naja, mehr als so. Nein. Ich hätte einfach Shrek machen sollen, scheiße. Es ist krank gewesen auf jeden Fall. Können wir darüber reden? Ich hätte das Outfit auch einfach so lassen können, das wäre nicht gut gewesen. Da haben wir diskutiert, dass Rot nicht zu Pink passt. Da habe ich dir aber auch zugestimmt. Ja. Ich habe Schwarz genommen. Schwarz passt zu allem. Ja. Und dann hast du 30 Jahre gebraucht für Schuhe. Ich spiele das Bild zum ersten Mal. Jenny, fick dich. Ja, excuse me, aber... Du musst so auspiepen, oder? Nee. Wir sind heute mal nicht family friendly, vielleicht. Okay. Das Protokoll, die Leggings habe ich... Scheiße. Ich kriege eh... kein Geld. Ist egal. Stimmt. Die Leggings habe ich nur angezogen, weil ich verwirrt war und dann nicht geblickt habe, wie ich den Bikini ausziehe, okay? Das ist, deswegen war ich so lange an, weil ich mir so dachte, wie zum Fick, wo ist der Bikini, wie geht der aus? Ja. Nur, dass wir dann nicht so verwirrt sind, ja? Ich hätte das Ober... den Bikini... den BH doch so lassen sollen, glaube ich. Ach, ich möchte immer noch weinen, okay? Ganz dolle. Nehmt es mir einfach weg. Bitte. Wieso dachte ich, das wäre eine gute Idee? Das ist das Tolle, das war deine Idee. Ja, ich frag mich, wieso. Ich dachte, das wäre eine gute Idee. Ich hätte ja auch sagen können, dass ich keinen Modegeschmack habe. Ja. Ich meine, siehst du, wie ich mich kleide? So sehe ich jeden Tag aus. Das ist halt wirklich wahr, so sehe ich jeden Tag aus. Ja, aber ich dachte, vielleicht hast du schon mal irgendwelche Menschen im echten Leben gesehen, die normal aussehen. Was soll das jetzt? Bitte, Moment. Die einen bestimmten Stil tragen und du so, nein, das ist irgendwas. Ja, ich hab die gesehen, aber ich hab mir das nicht gemerkt und allgemein... Als ob du nicht Jeans und T-Shirt kombinieren kannst oder so. Das kann jeder, das ist langweilig. Jeans und T-Shirt ist zu einfach, außerdem mag ich Jeans nicht. Ich hasse es, Jeans zu tragen. Nee. Es juckt die Sims ja nicht. Du kannst Sims auch zum Schwimmen der Jeans anziehen. Das juckt die nicht. Ja, aber ich will den, also ein bisschen Ding will ich ja schon, also... Ne? Aber das letzte Outfit sah gut aus und der Hund ist auch super. Ja, aber da konnte man jetzt auch nicht so viel falsch machen. Ich hätte das anziehen. Das wäre nicht schlimm gewesen. Nee, können wir darüber reden? Wieso nicht? Weil das ein Outfit ist, einfach.
Hätte das fürs Gassi gehen nehmen können. Ja. Es ist zu spät. Ja, wir wählen gleich, können wir mal kurz darüber reden, dass das sehr krank aussieht, wie dieser Hund atmet? Ja, der ist ein schneller Atmer, du. Der hat das, Er heißt übrigens Cat. Ja. Das war nicht mal meine Idee. Ja, ja. Wir ziehen jetzt noch in ein Haus. Ja. Genau. Bald. Wir sehen uns gleich, lol. Das hat mich sehr beruhigt. Dass ich nicht weiß, wie ich die Kamera drehe. Lol. Ich sollte mal vielleicht Start drücken. Oder was muss ich jetzt machen eigentlich? Ja, drück Start! Okay! Was du machen musst, tu, was du willst. Es ist mir gerade ziemlich egal, was du machst. Bewege ich die Kamera nach oben. Ah, warte, so. Oder? Toilettenstreich, das klingt lustig. Ach ja, hab ich schon vergessen. Sie putzt es einfach, während es noch dreckig ist. Das macht man so. Scheiße. Ich meinte, während es noch... Also dein Zimmer hat Bedürfnisse, nur so. Ja, das... Und wo sind die? Musst du finden! Muss ich finden, ich klick mal da drauf. Da sind Bedürfnisse. Nein, das sind Wünsche. Vielleicht sind da unten noch mehr Buttons, ich weiß ja nicht. Ja, gib mir Zeit, ich bin verwirrt. Simologie, nein. Inventar, nein. Beziehungen. Fähigkeit. Da steht Bedürfnisse. Ich finde schön, dass du den Willkommenskomitee einfach... ignoriert hast, ja, ist mir gerade auch aufgefallen. Ich weiß nicht, was es dir jetzt bringt, dass du die Schauspielfähigkeit erreichst, aber... Ich auch viel nicht. Spaß. So, warum ist sie wütend? Du hast Moodless, du kannst es dir durchlesen. Ja, kalt duschen. Moodless, nicht die Wünsche. Sie hat Hunger. Du musst übrigens immer noch auf dreifacher Geschwindigkeit stehen, ne? Ja, ich weiß. Das ist voll stressig, okay? Ich muss hier viel zu viel auf einmal machen. Ich weiß nicht, wie du das mit den ganzen Babys machst. Ich weiß das auch nicht. Ja, ich weiß, sie stinkt. Sie darf gleich duschen. Wenn man mit einem Sim schon überfordert ist, wow. Hat sie schon wieder Hunger? Das ist normal. Das ist im echten Leben auch so. Der Hund war noch nicht ein einziges Mal kacken. Oh, deswegen hasst dich der Hund wahrscheinlich. Wach mal auf, Cats. Tiere. Ja, ich sag, das Essen war verdorben wahrscheinlich. Ich kann nicht mal kochen, ich raste aus. Ja, aber da kann ich ja jetzt nichts dafür. Kann ich was dafür? Nein, aber trotzdem. Guck sie dir an, als ob sie kochen kann. Muss ich dir erklären, wie eine Maus funktioniert? Ja, bitte. Ja, du gehst erst duschen, dann schlafen, das ist okay. Geh nach vorne aufs Klo, dann sind wir glücklich alle. Sie hat aber noch volle Energie. Aber hier steht müde. Sie ist ermüdet, weil sie trainiert. Das ist sowas wie Muskelkater. Kennt man vielleicht. Nein, ich mach keinen Sport. Drück das weg und lies! Ilse! Nein, nochmal. Bist du jetzt schon wieder? Was ist denn los mit dir? Angst vor Gewitter. Achso. Ja, ich habe gerade gesagt, dass ein Gewitter draußen ist. Vielleicht haben Leute Angst davor. Du gehst nur einmal am Tag, das ist kein Problem. Weißt du, so mit Hunden. Ist auch egal. Also, wir werden, glaube ich, nicht mehr lang genug spielen, aber er würde dich besuchen kommen und dich beißen. Okay. Es ist nur eine Frage aus Interesse. Nam nam nam, wie die denn dann machen? Dein Hund hat da ganz schön oft hingeifft. Also, ich habe auch kein Interesse, das wegzumachen. Ja, ich mache gerade Essen. Ja, als würde das dann einfach unterbrochen werden. Ich verklick mich halt die ganze Zeit. Ich merk's! Du bist draußen keine Mülltonne. Und! Nein! Ja, ich lobe ihn dafür. Du hast noch 2 Minuten. Ja, ich weiß. Ich lagere meine Sachen auch in meinem Mülleimer. Ganz normal. Hä, ich lagere meinen Müll im Mülleimer? Ja. Das war dumm. Mülleimer ist kein Deko. Ich würde mir sowas zum Beispiel nicht nach drin stellen. Ja, das habe ich auch gesehen. Design-Profi auf jeden Fall. Ich möchte weinen. Was hast du erwartet? Ist die Frage. Ich möchte weinen und weinen. Was hast du erwartet? Nichts. Und wurde trotzdem enttäuscht? Ja. Sie fühlt sich unwohl. Das kann ich relaten. Ich würde sagen, wir beenden das hier. Ich weiß nicht, was du meinst. Ich fand das gut. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin und tschüss. Dann wieder mit Kompetenz. Tschüss.